Hallo? Hallo? Wow! Ich hab mich verletzt hier, Alter. Alter. Peace, Leute. Was geht ab? Was, Kevin? Ich bin's, Marvin. Heute ein japanisches Horrorgame. Oh, yes. Und zwar The Convenience Store. Leute, Convenience Store heißt Supermarkt auf Deutsch. Englisch, Profi Nummer 1. Marvin, ihr wisst Bescheid. Dort werden gruselige Dinge passieren, beziehungsweise wissen noch nicht, was genau passiert. Genau. Ist ein japanisches Horrorgame. Die sind eigentlich immer irgendwie cool, finde ich. Hat immer so Psycho-Vibes. Ja, hat immer so ein bisschen psychohafte Vibes. Ihr wisst ja, das andere Game, was genau, wir gespielt haben. Ganz, ganz andere Vibes, Leute. Ja. Und zwar sind wir Supermarkt-Mitarbeiter und wir müssen ganz normal im Supermarkt arbeiten, aber das Ding ist, wir sind irgendwie ganz alleine und es passieren, glaube ich, gruselige Sachen. Leute, wir wissen selber nicht viel über das Spiel. Ich würde sagen, bevor wir das Spiel starten, Leute, Daumen hoch für mehr Grusel-Games. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen, Leute, ihr wisst Bescheid. Und da würde ich sagen, let's go! Okay, start! Yes. Geht schon los? Freunde, was geht hier ab? Oh, ich muss drücken, ach so. It's time! Need to get ready? Okay, wir müssen uns für die Arbeit fertig machen, okay? Auf zum Schuften. Okay, easy movement, WASD, bla bla bla. Escape options. Und Leute, oh, guck mal die Grafik. Das ist extra so gemacht, glaube ich. Oh ja. Ne? Weil das Spiel ist ja neu und das sieht ja aus wie von 1900 noch was, aber ja, es soll extra so sein. Okay. Und Leute. Oh, was stand da? Ach, haben wir geredet? Ja. War das so unsere Stimme? Erstmal ein Bottich Nudeln mit heißem Wasser. Ramen-Nudeln, ganz typisch. Leute, wer kennt diese Nudeln immer? Und wer hat die früher so klein gemacht? Gegessen mit einfach Gewürztee ja, und dann gegessen? Beste. Fünfte Klasse, sechste beste. Klasse, der Snack immer, ey. Okay, es ist dunkel draußen, meint der Typ. Es ist dunkel draußen. Und wir haben ein hübsches Zimmer. Einzelkämpferbett. Wow. Also unsere Crib hier, Beds. Ja, Mann. Ist das hier Kühlschrank? Wow. Gönnen, eine Lunchbox. Okay. Erstmal ein Snack, Leute. Was soll ich damit machen? Reinsnacken, Digga, was sonst? Ich kann nicht. Oder müssen wir jemanden füttern? Oh. Haben wir irgendwas in unserem Zimmer? Sind wir alleine? Hier ist die Küche. Ein Müllsack, ein paar Fliegen auf chillig. Chillig, die Küche. Geschirr haben ansprechen. Wir auch nicht gemacht, Leute. So schön bisschen, hell, die Küche. Ein bisschen faul. Mhm. Kein Aufenthaltsraum haben wir da. Oh, Pickup Flashlight. Nehmen wir doch natürlich. Wie nehme ich die? Yes. Ohne Lampe ist nicht schlecht. Müllbeutel? Okay. Also anscheinend ist in der Ecke ein Müllbeutel. Leute, wir sind ein bisschen faul. Wir gehen einfach mal hier vielleicht raus. Und vielleicht finden wir ja gleich eine Gestalt, dem wir unsere Lunchbox anbieten können. Mhm. Und anscheinend können wir die selber nicht verputzen. Okay, hier kann ich nicht lang. Was gab es denn da noch für Räumlichkeiten? Die Toilette. Oh. Natürlich wieder ungepflegt, einen abzuseilen. Ist langsam Zeit. was zur Hölle? Was Moment. Soll ich jetzt machen? Können wir das essen? Wir können das Essen aufwärmen. Wir können das Essen aufwärmen. Okay, wir essen natürlich gar kein Ding. Ey, dieses Geräusch. Ich schwöre alles. Das hört sich original an wie eine Mikrowelle. Wie eine Mikrowelle. Ja. Yeah. Aber irgendwie so, das kam ja vor. Als wäre die vor einem gerade. Ja, so das war ganz so intensiv. So 3D-mäßig. So. Ja, guck, auch wenn man weggeht, auch wenn er nicht schnell geht, ist es lauter. Boah, haben die echt realistisch gemacht. Krass. Okay. Ey, warte mal, kannst du da raus? Nee, der meint doch, it's dark outside. Es ist dunkel. Ah, ja. Chilliger Fernsehen? Ja, Mann. Oh. Achso, wir müssen Arbeitskleidung mal anziehen. Oh. Hier. Nehmen wir natürlich. Vielleicht waren wir ja die ganze Zeit nackt. Oh. Wer weiß. Genau. Ah ja, uns stärken. Also sehr realistisch. Wir müssen uns stärken, anziehen. Ah ja, wir wollen ja zur Arbeit, genau. Genau, das ist der Plan. Erstmal snacken. Eat Bento. Bento. Mhm. Wir essen. Habt ihr schon mal ein Bento gegessen, Leute? Kriegt man doch Hunger, wenn man das hört. Ja, man beißt. Lecker, lecker. Okay, Leute, wir sind gestärkt. Ist verputzt. Jetzt können wir zur Arbeit, oder? Wir sind ready. Jetzt können wir zur Arbeit. Dann gehen wir mal raus, aus welcher Tür auch immer. Okay, wir brauchen eine Taschenlampe. Oh. Taschenlampe haben wir schon. Mhm. Wir kamen dem Spiel zuvor. Genau. Gucken, ob wir jetzt raus können. Oh, nice. Ab in unseren Hof. Wow. Boah. Krass, wir müssen sogar gehen. Ich dachte, jetzt also kommt ein Cut. Echt so? Unser Arbeitsweg jetzt? Krass, ich kann auch sprinten. Mhm. Vielleicht an meiner Garage einen dicken. Die Frage ist, was ist der Weg, Alter? Eigentlich müssen wir nur einen Supermarkt sehen. Genau. Das ist vielleicht hat er ihn direkt, wohnen wir ja direkt ums Eck vom Supermarkt. Wow. Was geht denn hier ab? Oh, Schleichweg. Wir können hier echt rumlaufen, einfach. Krass. Krass. Mitten in Japan. Wir gehen einfach mal. Okay, hier können wir nicht runter. Wir gehen einfach mal die Straße lang, würde ich sagen. Ja, Alter, anscheinend haben wir eine Nachtschicht. Ja, ich glaube auch Nachtschicht. Oh, da hinten leuchtet doch. Da war was am Leuchten. Nachbarschaft ist am Schlafen. Kann ich hier runter? Jawohl. Ja, alle am Schlafen. Hallo. Mal klopfen. Wer geht nicht? Moin zusammen. Moin.
Okay, die Nachbarschaft schläft anscheinend. Und wir gehen auch zur Arbeit. Denk mal, wenn wir gleich Laden blinken sehen, wird der Laden ja sein. Ich gehe einfach mal irgendwo lang, ne? Genau. Erstmal unseren Arbeitsplatz hier suchen. Wir sind überall so kleine Hütten. Mhm. Sehr dörflich. Mhm. Okay, wir gehen einfach mal in die Wildnis. Das sieht doch noch draußen aus, ne? Ja. Hast du eine kleine Nachbarschaft? Außen ist der Nachbarschaft. Ist da Kanalisation dort? Oh, da ist doch der Supermarkt. Ah, unser Arbeitsplatz. Oh, da sitzt einer. Können wir dir helfen? Das geht, Bruder. Oh, vielleicht müssen wir den ablösen. Ja, Mann. Hallo? Hey, Bruder. I know what really happened here. Ich weiß, was wirklich hier passiert ist. Ich warne dich. Was? Wow. Ich kann nicht drüber sprechen. Die Tage der, Yeah. Okay, irgendwas wird kommen, meint er. Hier können wir nichts packen. Wir chillen da einfach, ey. Ich guck mal, ob wir hier noch was machen können. Was ist das? Ding. Achso, so ein... Ah. Oh, ein Bus. Keller. Okay, wir gehen einfach mal... Arbeiten. Arbeiten. Und dann... Ah, das ist schon... Die Spätschicht. Den Kollegen müssen wir ablösen. Hi. Ja, können wir uns einen Snack packen? Hast du den Apfel verkauft? Alles fit. Oh, du hast es geschafft. Ja, natürlich. Ich habe gehört, jemand ist von der Brücke gefallen, über die du gegangen bist. Okay. Krass, die eine Brücke da, ne? Da war eine alte Frau. Die sah einen Mann, der die Straße runtergegangen ist, mit umgedrehten Beinen. Erstmal auf unsere Beine gucken. Gruseliger Shit. Wenn es denn wahr ist, haha. Ha. Sorry. Ey. Was soll das? Sorry. Sorry. Lass uns arbeiten. Ach, sollen wir schon arbeiten oder wollen wir uns noch umgucken? Oh, nee. Komm, wir gehen zur Schicht. Voll die Nudeln. Direkt am Anfang, lecker. Yes. Okay, Leute, ab zur Arbeit. Ist der andere weg? Bitte bleib noch hier. Hier noch steht, ne? Bitte bleib. Okay, wir müssen hier noch das Schichtbuch eintragen. Okay, ein bisschen Food ist abgelaufen. Das müssen wir aus den Regalen nehmen, gar kein Problem. Ach, der Manager hat es geschrieben. Und hier ist die Liste anscheinend. Ah, hier ein PC. Use CCTV. Ja, usen wir. Achso, nehmen wir mal. Und jetzt wird... Achso, hier sind die Kameras. Die können wir abchecken. Vorne würde ich mir erstmal eine Nudelbox gönnen. Ja, alles entspannt, easy. Keine Psychos, außer der eine, der da saß. Ja. Der uns gewarnt hat. Okay, nice. So, wir haben zu arbeiten. Der Kollege der steht Bruder, da bleibt rum. Der hier, oder? Okay. Der steht da noch standhaft rum. Nice, dann sind wir doch nicht allein. Und wartet sehnsüchtig auf den Kunden. Bist du noch da? Hi, Bruder. Gucken wir uns nochmal um, was so, es für leckere also Produkte gibt. Also das hier ist abgelaufen. Süß war. Sieht der? Was noch abgelaufen? Das ist auch abgelaufen. Also. Hallo, was ist das? Sind das alles Ramen-Nudeln, Junge? Aber die leben ja nur von Ramen-Nudeln hier. Ja, Alter. Mann. Krass. Oh, ein Smoothie oder was? Ich kann hier nichts machen. Kannst du durch die Tür? Gucken. Ach, chillige Toilette oder was? Lagerraum? Ah, Lagerraum. Inventur gönnen. Ja, können wir hier auswechseln? Ah. Okay, alles chillig. Keine unerwarteten Freunde. Okay, ist noch eine Tür. Ah, hier geht's raus. Oh, da war der. Nee, ist ein anderer. Nee. Okay, hier ist Müll. Ah. Kann man auch Müll rausbringen. Okay. Okay, hier ist abgesperrt. Schick, schick. Oh, man kann sogar Geld dazu abheben. Wow. Boah. Ab hier war das. Ja. Oh, hier kommen sogar Sushi. Ist das Sushi? Ey, der Supermarkt hat's echt in sich. Ne? Hier kann man sogar essen. Eine geile Verteilung. Okay, wir sind fertig. Ich bin fertig. Hallo, ich bin fertig. Hi. Hi. Die haben einfach ein richtig. Hi, Bruder. Also von echtem Mann ein Foto draufgeklatscht. Genau, einfach so draufgeklatscht. Oh, Hände desinfizieren, Leute, ganz oh, richtig. Ja. Ach, wir müssen noch hier abstempeln. Oh mein Gott, das war eine Stempelkarte. Ich dachte schon, was ist das die ganze Zeit? Wow. Wo ist denn unser. Hey! Hä? Wo denn? Hey, ich bin noch nicht. Bleib hier. Okay, guck mal, wie der weg ist. Okay, seine Schicht ist fertig. Ach, der geht nach Hause. Macht direkt einen Abgang. Er hat aber einen harten Abgang. Hey, lass uns doch nicht alleine. Einen harten Absicher ohne Schauzus. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich auch das, das Essen entsorgen, was abgelaufen ist. Ja. Ab zum Essen, das abgelaufen ist. Lego. Schöne Supermarktmusik gönnen. Ja, herrlich. Sunkrious Choice, hey, give it a try. Punkt, Punkt, Punkt. Looks like some. Ah, hier sind welche abgelaufen, okay. Wir nehmen sie raus. Ah, okay, da haben wir einen fetten Müllbeutel hier. Okay, wir müssen den... Wow. Sind wir gekommen? Wow, was ist denn da? Soll ich erstmal... Warte. Oh, Kunde. Hallo. Soll ich, kann ich den Müll ablegen? Hi. Können wir dir helfen? Können wir dir helfen? Boah. Okay, wir bringen... Leicht deformiertes Gesicht. Ja. Mahlzeit erstmal. Wir bringen so lange den Müll raus.
Genau. Oder soll ich erstmal? Ah, komm. Ja, komm. Wir haben zu tun hier. Wir sind alleine. Das ist richtig schwer am Schuften. Soll der warten. Arbeitsleist. Soll der warten. So, weg damit. Zack. Er kann sich erstmal seine Rahmnudel schön zusammenlegen, ganz entspannt. Genau. Ey, der kann, könnte eigentlich klauen jetzt. Theoretisch schon. Wir müssen schnell zurück. Ganz alleine. Schnell. Müll ist weg. Auf. Okay, das war sehr unverantwortlich von uns. Ah, okay, der guckt sich noch um. Der ist mal am Gucken. Ah, hier ist auch eine Toilette. Oh, da ist eine Toilette. Klasse. Okay, sehr gepflegtes Klo. Thank you for always keeping the toilet clean. Das ist echt eine Marktlücke, ne? Wo gibt es schon im Supermarkt eine Toilette? Also in gewöhnlichen. Okay, bei Real. Bei großen Supermärkten. Okay, bei großen Ketten doch, ist schon gängig. Bei kleinen eigentlich gar nicht, ne? Müssten wir hier bei den kleinen helfen. Okay, wir müssen zur Kasse. Wir müssen auch die Kunden hier betreuen. Die oh, was möchten Sie denn bitte? Was habe ich da in der Hand, verdammt? Du hast einen Seitenstein. Okay, wir haben sein Ding. Wir haben gerade voll die falsche Stimme gehabt, ne? Ja, sind wir eine Frau? Leute, wir sind mutiert eine Frau. Oder waren wir schon ganz Zeit eine Frau? Oder der hat eine hohe Stimme, kann auch sein. Ja. Guck mal, da ist die Kamera so. Ah ja, wir können mal checken. Oh, alles okay ist. Mhm. Keine komischen Menschen hier sind. Okay, der ist gerade weggefahren. Müll. Sieht ordentlich aus. Unser Arbeitsplatz auch von außen. Scheint alles. Der fährt da sogar echt. Ey, sehr, sehr realistisch. Nice. Okay, alles parat. Wir können weiter Supermarktmusik genießen und arbeiten. Schuften. Hä? Oh, da hinten. Ah, der hat anscheinend nur gedreht. Ah, okay. Kommt rein, Leute. Kommt, frisches Obst und Gemüse. Wo? Hä? Leute? Was? Yo. Ich will nicht mehr arbeiten. Ich will nach Hause. Was war das? Was ist? Guck dir sofort die Kamera. Guck die Kamera. Echt? Aber warte, ich guck nur kurz, ob hier abgelaufenes Essen ist. Das wir durch die Kamera müssen noch arbeiten, das ist wichtiger, Mann. Hallo, du, okay, die Tür ist gerade von alleine, ist verrückt. Willst du so arbeiten? Nein. So eine Gewissheit. Nein, Ungewissheit, meine ich. Okay, wir gucken, Kamera. Die Tür ist zweimal ganz klar auf und zugegangen und da war keiner. Wir haben immer noch die Taschenlampe an. Wir laufen hier mit Taschenlampe. So. Oh, nee, das war falsch. Wir leuchten den Kunden mit der Taschenlampe ins Face. Was war das? Vielleicht sehen wir was. Alles gut. Alles gut. Nix, ne? Alles easy. Was war das? Das war echt komisch. Okay, machen wir uns nichts draus, weiter geht's. Nee, weiter geht's. Oh, es ist was abgelaufen. Wir haben neue Aufgabe, Leute. Den Müll rausbringen. Oh, alles easy. Oh, da kommt noch weg einer. Damit. Ich glaube, da kommt ein Kunde, schön Auto. Oder das ist die Lüftung. Achso, kann auch sein. Ah, so. Und weiter geht's. Ja. Oh, moin! Oh, Lieferung, UPS. Oh, UPS. Das haben wir bestellt. Moin! Moin! Sieht sehr motiviert aus. It's kinda late. Bisschen spät für eine Lieferung, oder? Okay, das sind Lieferanten explizit für Supermärkte, die lange aufhaben. Dieses Paket wurde direkt zu diesem Shop gesendet. Oh, the name matches your tag. Okay, das passt zu unserem Tag. Das ist für uns. Das nehmen wir doch mal dankend an. Das nehmen wir dankend an. Vielen Dank. Ciao, schön feiern. Und tschüss. Haben wir das Paket jetzt in der Hand? Wir gehen mal hinter den Tresen und gucken uns das Paket an. Wie auch immer. Ah ne, hier ist das. Okay, take it home. Und was, wenn ich Nein mache? Okay. Was? Wir haben uns jetzt nach Hause gebeamt, oder was? Wow. Hey, wo geht's für einen an? Was? Was ist das? Das ist eine DVD? Oh mein Gott. Geht's im Fernsehen? Ja. Freunde, was ist passiert? Was ist passiert? Wir sind einfach zu Hause wieder. Was geht denn jetzt ab? Wir waren eben im Supermarkt. Okay, wir müssen den Fernseher anmachen. Wo ist das? Was ist das? Hinterhof? Nee. Ich dachte, das wäre im Hinterhof vor dem Supermarkt, aber. Ja. Das war's? Was? Hä? So ein kleines Video. Zugabe. Was sollte das denn jetzt? Was zum Henker? Hä? Ey, das ist der Supermarkt. Ja. Was sollte das? Hallo? Das war jetzt komisch.
Was ist da drin? Nix. Hä? Kein Essen. Freunde, wir müssen einkaufen. Wo ist unsere Taschenlampe? Ja, direkt mal gucken, ob irgendwas auffällig ist. Oh. Taschenlampe. Aha, okay. Hä? Hä? Hast du das gehört? Ja. Hallo, was ist jemand? Warum ist schon die Tür rechts? Rechts. Ging nix. Ich hab was gehört. Kommt das vom Klo? Hallo? Ist da jemand? Okay, wir gehen wieder zum Supermarkt. Wir sind einfach nach Hause gebeamt worden. Zu Hause. Oder sind wir nach Hause gegangen? Und haben eine DVD erhalten. Ja. Wow, wow. Erste Nacht. Okay, die erste Nacht haben wir geschafft. Okay. Okay, wahrscheinlich war unsere Schicht vorbei. Wir sind nach Hause gegangen, haben uns die Box angeguckt. Es ist dunkler, oder? Als eben. Es sieht sehr düster aus. Alter, es ist richtig dunkel. Guck mal. Ja, es ist noch düster. Eben war es doch heller. Meine ich auch. Man hat doch eben die Häuser gesehen. Ja, es ist echt 100% dunkel. Locker an der Brücke ist jetzt irgendwas. Boah, wo der von der Geschichte erzählt hat. Ja, der meint ja, an der Brücke ist eine Frau gestürzt. Ja. Okay, wir gehen einfach mal Richtung Supermarkt. Müsste gleich eine Brücke kommen. Ah, hier ist die Brücke. Genau. Okay. Gehen wir reingucken. Guck mal rein, links, rechts. Okay, so dunkel, man sieht nichts. So dunkel, man sieht gar nichts. Okay, im Korb, unser Arbeitsplatz, ja. Den sieht man immer. Okay. Ich scheine es noch tiefer in der Nacht zu sein. Ja. Spätschicht, moin. Na? Ich löse dich ab, Bruder. Hey, hey. Hey, ich habe gehört, die Türe bewegen sich von alleine. Das haben wir auch mitbekommen. Genau, das haben wir auch mitbekommen. Technische Fehler. Okay, da kommt jemand und checkt die Sensoren. Denkst du, das war ein Geist? Oder ein Poltergeist? Ich sehe es die ganze Zeit im Fernseher, aber das ist alles geskriptet. Geister sind nicht real. Wie auch immer. Okay. Okay, what? Would you please punch in? Ja, chill, ich werde schon abstempeln. So also kannst du bitte abstempeln. Der Feierabend, ganz dringend. Hat keinen Bock mehr. Okay, lass mich alleine, Alter, ist okay. Gut. Okay, wir stempeln ein. Zack. Guck mal durch die Kamera, wenn der geht. Ja. Wir gucken, ob der sich komisch verhält. Weil ja, vielleicht ist der komisch. Wir können keinem trauen. Nee. Das stimmt. Macht der komische Dinge zum Eingang und draußen? Genau. Okay, er geht gerade raus. Geht er raus. Wohin geht der jetzt? Ja, ich denke mal zum Auto müsste der gehen. In Slow Motion. Oh, da kommt jemand. Siehst du das? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Der sieht das gar nicht. Da ist ein Geist. Nee, der kommt ganz in Krücken. Ist das eine Oma? Ah, das ist eine Oma. Leuchtende Augen. Ah, das ist... Nein. Ey, ganz... Wir lassen die Kamera laufen. Das ist... Und ich bin gespannt. Das ist die Oma vielleicht von dem der erzählt hat. Ja. Die so ein... Die umgedrehte Beine hat. Ja, nein, die hat ja jemand gesehen, der umgedrehte Beine hat. Ach so. Meint er eben. Ist mir mein Auto? Okay, zum Auto können wir nicht. Okay, ist immer unterwegs. Alter. Okay, die ist langsam wegen dem Rollator. Mhm. Können wir zoomen? Oh, wir können zoomen. Oh. Wie sieht die aus? Wow. Warte. Was mit ihrem Kopf? Das ist ganz normal, glaube ich. Ja, oder? Ich glaube, wegen der Kamera sieht das so aus. Wir gehen mal hin. Wir gucken erst mal, wie die aussieht. Okay, sie ist drin. Oh ja, da ist eine Omi. Hallo. Wie können wir Ihnen helfen? Rahmnudeln sind... Ach, die gehen einfach durch die Tür. Oh, die hat Superkräfte. Ich glaube, die ist der Geist, Alter. Ist wieder am Bein verletzt? Ja, ist alles gut, okay. Okay. Die guckt sich um. Die braucht halt nur ein bisschen. Genau. Wir halten Wache. Wir machen weiter hier unsere Arbeit. Gucken, ob ich da helfen kann. Wir sind ein sehr vorbildlicher Verkäufer und fragen unsere Kunden. Hallo. Hallo, kann ich ihm helfen? Kann ich ihm... Oh. Okay. Ich glaube, sie muss auf Klo. Die muss noch auf Klo. Ich hoffe, die geht jetzt dick. Scheißen. Müssen sie groß oder klein? Man hört so richtig. Dann gibt es eine Beschwerde davon. Geht die echt jetzt? Meinst du, wir können der hinterhergehen? Ich würde sagen, wir gucken jetzt zu. Auf Undercover? Ja, wir müssen sicher gehen, dass sie auch keine... Oh. Ey, die hat sich von alleine geöffnet, die Tür. Die Superkräfte. Was ist mit der Oma los? Ich hoffe, die macht jetzt auf von allein zu. Ja, geht's ihnen gut? Wenn sie zumacht, dann machen wir wieder auf. Ey, wir können nicht rein. Können wir ihnen die Gehhilfe abnehmen, damit sie sich hinsetzen können? Ey, ich will auch. Oh, ist abgeschlossen? Ja. Okay, die macht ihr Geschäft. Achso, wir gucken mal, was der Manager will von uns. Muss heute auf dem Plan stehen. Mhm. Ah, ich habe Ratten hinter dem Store gesehen. Jemand muss seinen Müll offen liegen lassen haben. Okay, wir müssen die vergammelten Lebensmittel wegräumen. Oh, neue Kunden. Wow. Moin. Moin. Hey, ich bin in der Eile, alles klar. Kannst du mich bitte, was heißt fetch me? Okay, kannst du bitte fetch me? 5 Kannen Bier und eine Packung Zigaretten. Wie sollen das jetzt holen für den oder was? Achso, nee, hier sind ja Zigaretten. Zigaretten.
Hier. Einmal. Eins. Zwei. Wie viel? Okay, wir haben, glaube ich, geholt. Und fünf. Bier. War das fünf Bier? Bier? Wo war denn Bier? Müssen wir jetzt extra für den auslaufen? Hol dir doch dein Bier, Mann! Da hinten waren ja Getränke, wo die Smoothies und so waren. Müssen wir dir noch sein Bier hier holen, Alter. Die sagt doch, hol's dir doch selber. Die ist 16, ne? Was soll das denn? Ah, nee, das sieht aus nach Bier. Okay, das müssten ja, fünf sein. Glück. Ich komme. Hier, nimm dein Bier, Junge. Ey, das reicht doch nicht. Sogar. Fünf kann. Müssen wir jetzt pro Bier da hingehen oder was? Aber eigentlich hat er gesagt, der Tonner. Oh, die sind runtergefallen. Cool. Oh mein Gott, wir müssen echt alle einzeln holen. Oh mein Gott. Drei. Wir müssen so für den Schuft, ne? Vier. Fünf. Und das letzte Bier auf Nacken. Sechs. So, gib mir Geld und hau ab. No scan, Junge, der Typ. Nee. Bisschen frech, ne? Der ist unverschämt, der will uns richtig. Sehr, sehr unverschämt. Düt. Kein Problem. Ciao. Nice. Wie geht's der Oma eigentlich? Ja. Ich check mal kurz nach der Oma, dann tun wir diesen Müll da weg. Oh, Misa AMG in Rot. Ah, die Oma ist fertig. Ach, die ist auch gerade fertig. Nice, Geschäft fertig. Will die auch noch was holen oder nicht? Egal, wir lassen die mal alleine, die wird schon nichts klauen. Okay, hier soll... Oh mein Gott, wer hat denn hier gewütet, oh. Alter? Was zur Hölle? Was rüberkippt? Was soll das? Was soll ich jetzt machen hier? Kann nichts machen. Wow, eine fette Ratte, Bar. Ah. Ach so. Rattenspray oder was? Oh, was gut, das können wir dann müssen die Ratten anspringen. Eins. Ah, wenn ihr jetzt getötet. Das ist auch eine. Zwei. Nice. Und die Ratte zwischen den Beutel. Drei. Haben wir noch hier Ratten? Oh ja. Vier. Eine. Noch eine Rat hier. Easy. So. Jetzt können wir den Müll doch bitte aufheben. Und den ganzen Kasten hochstellen. Hier. Yeah. Okay, können wir immer noch nicht wegräumen. Egal, lassen wir so liegen. Mach die Frühschicht. Hey, die Oma. Was ist los mit der? Bleibt da stehen? Wow. Was ist? Achso. Kann ich Ihnen helfen? Sieht einfach blau aus. Where is Ken Jung? Ken Kung. Weißt du, wo Ken Kung ist? Ich dachte, ich habe seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Was hast du gemacht? Wie kannst du nur? Okay, die ist irgendwie auf ihrem Trip. Oh. Boah. Wo? Was? Ah, das ist ja so, das ist so eine automatische. Boah. Das ist aber moderner, ja. Ein bisschen. Und guck mal hier. Kommen wir in den S. Den S säubern. Kommt dann so ein Strahl raus. Okay. Ich glaube, unsere Schicht ist langsam vorbei, oder nicht? Alles im Griff. Oh. Was? Ey, es hängt wieder. Es hängt wieder. Oh mein Gott. Geh mal ums Eck. Ich will mal sehen, ob wir da was sehen. Safe 3 Uhr nachts. Das ist echt komisch, Mann. Das ist sehr, sehr komisch. Was ist das? Was ist da los, ey? Wow. Voll ausrasten. Ey, ich guck mal auf der Kamera. Genau. Ob wir irgendwas sehen, auf der Kamera. Gut. Was? Wo? Da war ein Kind oder so, hast du es gesehen? Ja, Mann. So richtig weg am Wabbel. Das war ein Kind, der will uns pranken hier. Der will uns pranken. Spielen wir einen Prank-Simulator oder was? Ist ein Zombie. Wir haben den gesehen. Nein, das war ein Kind. Du bist aber optimistisch. Ja, safe. Das sah gesehen, auch wie so ein Mensch. Graue, verwelkte Gestalt. Ja, die sind doch alle hier grau. Ja, aber. Schon komisch. Lass mal rumgehen. Ja. Hey! Warte, was? Wo? Was ist das? Was ist das? Wo? Ach so, ein LKW. Oh mein Gott. Ey, der ist hier lang gerannt, Mann. Ja, Mann. Der ist hier lang gerannt. Wow, fast überfahren. Der ist auch ein komischer Typ, ey. Überfährt uns hier fast, Alter. Wow. Wahrscheinlich wieder eine Lieferung. Ware für uns. Oh, das ist wieder der Lieferant. Der hat uns auch dieses komische Video gegeben, Alter. Der ist auch komisch. Dazu kann er auch mal was sagen. Der hat doch auch was hier, der führt doch auch was hier am Schilde. Der hat diesmal nichts für uns. Schön, dich wiederzusehen. Ach, du weißt, der unstoppbare Trend, alles online zu bestellen. Ach so, oder der Will-Paket zu holen. Ach so, dann. Ach so, wir müssen welche abnehmen. Ja, können wir nicht nehmen. Warte, da unten war noch welche. Oh, hier. Ah. So, Bruder. Oh, ab. Und ciao. Und tschüss, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das Kind da eben, ne? Ja, Mann. Ey, was? Ja, Mann. Fühlt ihr da mich? Das war safe ein Kind. Der will uns verarschen, safe, ja. Safe, safe. Die haben hier nichts zu tun, Alter. Das ist, glaube ich, Lockdown. Die haben Langeweile alle. Zweite Nacht. Oh, okay, das ist zweite Nacht.
Diesmal kein Video? Kühlschrank ist offen. Oh, es regnet. Ah, den hatten wir offen gelassen. Ups. Okay, wir haben aber sehr eh nichts drin. Okay, wir haben schon Arbeitskleidung an anscheinend. Wundervoll. Es regnet. Und auf zur Arbeit. Auf zur Schicht. Oh, was ist das denn? Oh, ein Regenschirm. Natürlich nehmen wir den mit. Wir nehmen den einfach an. Okay, mitten in der Nacht. Das wer will bei was von uns? Hallo? Mitten in der Nacht. Was wollen Sie? Alles gut. Wie können wir dienen? Oh, ein Paket. Oh. Wir öffnen es. Ja. Bin ich gespannt. Wieder ein Psycho-Video? Safe wieder ein Video. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, ey. Oh ja, müssen die Kassette einlegen. Oh yes. Okay, wir chillen ja immer noch mit unserem Regenschirm. Regenschirm zu Hause. Kassette rein, wir gucken. Oh, let's go. Im letzten Video hatten wir Tape da gesehen. Genau, da war noch so ein Absperrband und ja. So. Ja. Aha. Ich wollte die Umrisse genau merken, wo das sein könnte. Ich hab gedacht, der Müll da. Da waren ja auch so, war ja auch Absperrband. Weil, oh, das war jetzt sehr dunkel. Ey, was soll das hier? Wollen die uns hier Rätsel schicken oder Absperrband was? Absperrband und dann jetzt so ein dunkles. Gar nichts sehen, da war vielleicht schon eine Pflanze. Okay, wir gehen einfach mal los zur Arbeit. Oh, ich drücke dich mal stärker. Ja. Wow. Alter. Kommt einfach ein Wasserfall runter. Ich werde das Gefühl so, dass wir vielleicht irgendwas auf dem Weg gleich von zukommen, ne? Auf irgendeinem Weg. Das Kind oder so, ey. Okay, hier ist die Brücke. Genau. Und dann sieht man. Wow! Ach so. Hä, das ist Wasser steht höher, ne? Guck mal, da sind schon Wassertropfen. Oh ja, ja. Wenn es eben auch nicht schon so ja. Und da sind wir wieder, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Huh! Hä? Hey. Das ist unser Kollege. Meinst du die Arbeit oder was? Was ist denn mit dem? Ist er nicht. Hat er heute krank gemacht oder was? Was ist denn los mit dem? Hä? Hä? Hallo? Hallo? Wow! Oh mein Gott! Der ist kaputt! Was zur Hölle? Shit, Mann! Der ist recht Boo! Der hat uns erschreckt! Alter! Sein Kopf ist irgendwie eine Hälfte nur. Ich hab mich verletzt hier, Alter. Alter! Boah! I got you, ha? Ja, das hast du, Alter. Der hat uns erwischt. Ach, der war, glaube ich, ein Spind, ne? Ja, der wollte uns verarschen. Haha, ich werde aufhören. Ich schwöre, ich mache das nie wieder. Ja, das wirst du auch nie wieder machen, ja. Alter. Sonst hau ich kaputt, Mann. What? Someone sending you? Jetzt will er wahrscheinlich wieder, dass wir auschecken, ey. Genau, der sagt uns, jemand hat dir ein Tape gesendet. Hört sich perfekt an nach einem Horrorflick. Was war immer ein Horrorflick in? Ah, wahrscheinlich so ein Prank. Ich glaube, es ist nichts. Meine. Ist doch nur ein Video. Der ist jetzt ganz gelassen. Okay, der ist ganz gechillt wie immer, Alter. Verarscht uns noch hier. Ja, geh mal weg jetzt. Bringt okay, wir stempeln schon ab, ist okay. Ja. Der will Feierabend machen, ist okay. Hau ab. Wieder weg. So, okay, es fehlen ein paar Produkte im Regal. Wir müssen sie vollhalten. Okay, wir müssen auffüllen. Unser geliebter Manager schaut das. Wir checken erstmal die Kameras ab, Leute, wie jede Schicht. Was haben wir denn hier? Ah, okay, nix. Ah, sieht gut aus. Da geht der Kollege raus. Ah, schöner Ass, nice. Feierabend an. Oh, das Band. Oh, da ist was. Da war was. Da war was. Leute, da hat sich gerade was bewegt. Leute! Wir wissen eigentlich, dass passiert, wir sofort lang gehen. Leute, wir gehen der Sache auf den Grund. Das Band ist abgerissen und ich hab da was gesehen. Oh mein Gott, ja. Und das sah auch aus wie die Location auf dem Tape. Ja, Mann. Oh mein Gott. Am Anfang war ja auch dieses Band und so, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Egal. Arbeit kommt später, Leute. Wir müssen erstmal checken, was hier abgeht, Alter. Ja. Oh, ich dachte schon, hier wäre offen. Was zur Hölle geht hier ab? Haben wir unseren Regenschirm? Nee, ja, nass, aber egal. Egal. Oh mein Gott, es ist offen. Und da war irgendeine Gestalt, Mann. Oh. Hallo? Was ist? Hallo? Wow. Da ist die Tür. Oh, verschlossen? Das ist zu. Auf jeden Winkel, Winkel. Hier ist ein Fahrrad. Fenster. Alter, wie viele Gassen? Ein kleines Häuschen. Okay. Einfach ein kleines Häuschen. Da lebt diese Kreatur bestimmt. Das hier war doch auf dem Tape, das, oder nicht? Ja. Alter. Warum ist hier überhaupt abgesperrt? Okay, Leute. Ganz creepy, was hier abgeht. Da ist irgendeine Gestalt in diesem. In dieser Hütte drin. Wahrscheinlich. Abgeschlossen. Alter. Wollen wir da so? So verbunden hier sind. Da geht immer der Kollege lang, ne? Ja, ja. Egal, wir machen zu, Alter. Der darf hier nicht reinkommen. Ja. Wow, ey. Schiene mal um. Ja, wir müssen Ware auffüllen. Achso, aus dem Lagerbestand. Okay, die guten Ramen-Nudeln auffüllen. Ah.
Lücke geschlossen. So, noch ein Packen holen. Okay, den Packen nehmen wir uns. Hä? Wow! Ausgesperrt. Oh mein Gott. Alter, nein. Guck dich um, bevor wir rausgehen. Beides zu. Wir sind ausgesperrt. Und es kommt jemand. Kannst du durch die Grille gucken? Siehst du was? Ich sehe nichts. Mist, alles leuchtet. Was ist das denn hier? Magazine. Okay. Leg ab. Ja. Oh. Ist offen. Soll ich hingehen? Geh vorsichtig hin. Was hast du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau, auf Distanz. Hallo? Ey Leute. Wieder unser Mitarbeiter, der uns verarscht. Ja, ich habe Angst, dass er wieder gleich. Ja. Hallo? Bist du's? Hey. Bitte, wer ist da? Da ist jemand. Da ist jemand, ne? Wow. Wow. Was ist das denn? Hallo? Hey. Alles okay? Es geht ab. Wer hat uns aufgemacht? Wer hat aufgemacht, Digga? Ja, was willst du? Könnte helfen. Der steht hier einfach. Hilfe. Hey, du Psycho. Weil ich die Sachen noch in der Hand habe? Ich lass sie mal fallen. Ah. Ich bin Hamada. Ja, cool. Ah, ist da irgendwas mit der Lüftung? Dein Boss hat mich gerufen oder so. Ich hasse es, so spät zu arbeiten, aber er bezahlt mich gut. Okay, der checkt die Lüftung außen. Ach so, hinten. Wo dieses Monster da ist, Alter. Okay. Puh, was zur Hölle war das gerade? Geht der jetzt da hin? Okay, das muss ich auffüllen. Ja, der geht da hin. Ich muss mir im Auge behalten, aber... Ja, wir können gleich die Kameras abchecken. Oder wir können sogar mitgehen, Alter. Ja, wir müssen noch ein Regal füllen, ne? Ja. Also, dann erstmal hinterhergehen. Kollege, ich hab schon ein Auge. Ey, Kollege. Ja? Kollege Eierkopf. Du bist völlig auf dem Boden da. Wir gehen mit dir. Direkt kontrollieren. Ja. Ey, meinst du jetzt noch zu? Ne. Ja, auch. Diese Lüftung will er. Ja. Machen. Ah. Wir gucken mal, was der da jetzt macht. Ja, ja, wir beobachten den. Leute, wir haben den im Auge. Ja. Wir haben ihn im Auge. Kollege. Ja, das ist auch richtig hier. Kollege, Schnellschuss. Der guckt das einfach nur an, Leute. Voll in Abend zu führen. Bitte geben Sie Gas. Okay, wir arbeiten mal weiter. Wir mussten ja noch auffüllen. Ah ja, wir haben was liegen lassen. Die Rahmennudeln. Bevor der hier noch rein juckst. Yes. Aufstocken. Bam. So, das hier, was ist das? Oh, das Bild, aber da war auch eine Lücke bei den Bildern. Wo? Hallo. Hallo, die Dame. Will die was von uns? Ne. Wollen sie ein Gemälde haben? Nur die Toilette benutzen. Ey, die kommt auf uns zu. Hilfe. Wo? Okay, die will was von uns. Leg das hier kurz ab. Wie können wir ihnen helfen? Ach so, die nimmt sogar hier. Wir standen einfach da, wo die hin wollte. Ey, die verfolgt uns. Wow. Ah, okay, doch nicht. Ah, ist der schon fertig? Okay, der ist fertig. Der ist fertig mit seiner Arbeit. Wo wird mit diesem Zeugs hier? Ah, hier wahrscheinlich. Yes. Leute, Arbeit getan. Läuft. Oh. Okay, wir sind fertig für heute. Wir gehen an die Kasse und chillen uns weg. Hä? Was liegt hier einfach? Hier ist das Geld. Ne, eine Zange. Eine Zange? Wir können das öffnen. Okay. Die Lüftung. Können wir einen Bauarbeiter spielen jetzt hier? Wir öffnen einfach mal die Lüftung, warum auch immer. Ein Schlüssel war da drin. Oh, für den Raum! Oh mein Gott, okay, Leute, jetzt wir gehen in der Tourbahn. Oh mein Gott. Das ist safe, der Schlüssel. Oh, ist offen. Was? Ist offen. Also jetzt. Wie auch immer, mein Arm wird taub, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen. Fühlt sich an, als würde mich jemand anfassen. Okay. Mach auf! Ich kann sie nicht öffnen. Ey. Oh mein Gott, Mann. Nicht genug Kraft. Der kann nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen pumpen. Okay, wir scannen ab. So, oh, Ihre Ware. Hey. Hey. Bist du der Einzige, der hier arbeitet? Ich kann es nicht glauben. Was für ein Manager... Aber wir sind ein Mädchen. Was für ein Manager tut ein Mädchen hier alleine? In die Nachtschicht setzen. Ein Mädchen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sehe, du hast keine Chance. Du hast keine andere Chance. Okay, wenigstens gebe ich dir meinen Schutz. Bleib vorsichtig. Ah, das hat ihr uns gegeben. Oh, das beschützt uns. Das ist nett. Vor dem Teufel, genau. Der hier wütet. Vielleicht können wir damit jetzt hinten hin. Oh, in diesen Raum. Ja. Ne? Vielleicht haben wir jetzt Kraft Danke. Bekommen. Vielen Dank. Wir gehen jetzt mal nochmal hinten hin. Okay, wir können hier immer noch nicht öffnen. Hä? Wo? Der Sitz geht von alleine hoch. Der Sitz geht einfach von alleine hoch. Was war das denn jetzt?
Das ist gruselig gerade. Und das kann kein Kind sein diesmal. Nein. Hallo? Hey! Nein! Oh, oh nein, hier ist oh wieder... Oh mein Gott. Guck, was man machen kann. Kann man da irgendwie rauskommen? Hilfe! Guck in den Schrank. Kann ich machen? Wo? Wo? Das kann ich machen, noch nicht. Wo? Wow! Oh. Oh Alter, mein Gott, dieses Monster war hier drin. Das hat alles verwüstet. Wer ist hier? Was ist das? Wir müssen zur Kamera. Müssen der ist am PC? Oh mein Gott, im Büro. Hallo? Oh oh. Okay. Keiner mehr da? Hallo? Kameras angucken, direkt. Oh mein Gott, der war am PC. Der war da, hat getippt. Oh oh, irgendwas ist passiert. Okay, ist alles da gut? Ist nix. Junge Mann. Boah, ey, das ist stehen geblieben, das Bild. Boah, ich hab Gänsehaut, Mann. Alter. Ey! Oh mein Gott. Was war das für eine Gestalt? Was ist das? Da liegt was. Was zur Hölle ist das? Sollen wir es nehmen, Talisman? Was wir nehmen die Talismänner. Wir haben das in der Hand. Können wir damit jetzt die Tür öffnen, Alter? Wir gehen nochmal zur Tür. Kräfte bekommen, ja. Und... Oh! Exorcise the door. Aha. Exorzieren. Also Exorzismus an der Tür. Jo! Wie sitzt du? Wer ist das? Hallo? Wer ist das denn? Alles okay? Oh mein Gott. Unser Manager! Der chillt hier einfach! Ja. Was ist das denn? Hier. Wurdest du gefangen gehalten? Ah, hier sind diese DVDs, Mann. Ja, Mann. Wow. Ey, lebst du noch? Mal reden. Will er raus? Oh, oh. Oh mein Gott. Was geht? Ey, Gott. Ey! Lass uns raus! Hilfe! Der ist draußen tot irgendwas. Der ist irgendwas, Manager, beschützt uns. Beschützt uns. Alter! Nein! Der Manager, Digga! Nein, ich will nicht mehr zur Arbeit! Oh Mann! Neue DVD! Neue DVD! Der Manager ist tot! Aber wie schreibt er denn die ganzen Nachrichten? Ja, Mann, wer schreibt die? Alter! Oh oh! Das ist die Hütte, ja! Das ist die Hütte, 100%! Oh Mann, ey! Ja, wow, was sollen wir jetzt damit? Voll die Mini-Clips. Auf jeden Fall war es gut, wo wir gerade drin waren. Okay, Leute. Ja, es hat aufgehört zu regnen auf einmal. Nice. Okay, was ein Albtraum. War das alles ein Traum? Na, ich glaube nicht. Eine Realität. Ich glaube nicht. So, Taschenlampe, komm her. Wir gehen wieder zur Nachtschicht, Leute. Auf geht's. Auf geht's. Ein friedlicher Abend. Hier hieß die Brücke, hier ist immer noch nichts. Mhm. Okay, auf zur Arbeit, Alter. Auf zur Arbeit. Ey, ich hoffe, der Typ macht diesmal keine Faxen. Ah ja, unser Kollege. Ja, Mann. Ich bin gespannt, was jetzt mit dem ist. Ja. Ich hoffe, der sieht jetzt auch langsam Sachen. Oh mein Gott, der ist wieder nicht hier, Mann. Also, er wollte uns nicht mehr erschrecken. Das war der Manager, nicht der Kollege, ne? Ja. Ey, jetzt kommt wieder ein Jumpscare. Ich geh hin. Du bist so erschreckt. Hallo? Der ist nicht hier. Der Kollege ist gar nicht da. Keine Stempelkarte? Wir gucken die Kameras an, oh mein Gott. Was geht hier ab? Hier ist alles Paletti. Hier auch. Okay. Hier auch. Komplett ruhig. Hm. Vielleicht war das doch nur ein Traum, Leute. Können wir alles sehen, oder? Ja. Was? Geht ab! Oh mein Gott, überall Knochenreste. Was zur Hölle geht ab?
Was geht jetzt ab, bitte? Hier sind Fernseher überall. Okay. Wir verkaufen doch gar keine Fernseher. Wow. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Wer ist hier? Ist hier jemand? Hallo? Toilette? Toilette beschützt uns. Ey, die geht nicht mehr auf, nein! Okay, krass. Das heißt, hier ist alles verflucht. Aber richtig. Ich guck mal, ob ich raus kann von hier. Wir können natürlich nicht raus von hier. Okay, das ist echt gerade ein Vorumstein. Oh mein Gott, da ist sogar zu, oh mein Gott. Hallo? Soll ich mal die Kameras abchecken? Aus Prinzip einfach, ja. Ich kann nicht mehr nach draußen gucken. Wo ist das? Oh mein Gott! Das kam auf uns zu, ich hab weggemacht. Leute, das kam auf uns zu. Oh mein Gott. Das war hier vorne. Das war da vorne. Hier vorne. Ja. Hallo? Kleines Kind? Das war ein Kind, Mann. 100% war es ein Kind. Ja, was will das von uns? Das Knochen, ne? Gedärme. Oh, wir können die Fernseher anmachen. Wow. Meinst du, wir müssen jeden Fernseher anmachen? Vielleicht irgendeine Botschaft, ey. Ey, ich will nicht, das ist voll gruselig. Wow. Was war das? Wo? Was ist das? Ey, lass durch die Kamera mal gucken. Vielleicht sieht man durch die Kamera etwas besser. Ja. Da ist das Kind. Da ist das. Das war eine Ecke. Da hinten. Links. Geht's zur Toilette? Ich seh das nicht mehr. Da. Wo? Wohin geht der? Hä? Okay, da guckt sich diese Fernseher an. Merkt ihr diese Fernseher? Ja. Geht weiter. Wohin geht der? Der geht bestimmt raus. Nein. Links. Okay, der geht durch die Mitte. Hier links. Ach da. Guckt wieder nach unten. Ja. Vielleicht müssen wir die Fernseher anmachen, wo der hingeht. Hinten wieder. Okay, wir müssen irgendwie die Fernseher anmachen, glaube ich, wo der guckt. Der macht jetzt wieder die gleiche Runde, glaube ich. Eins. Zwei. Ah ne, drei. Und vier. Bam. Das müssten die Fernseher gewesen sein. Gibt's da noch was zu betätigen? Haben wir jetzt die Fernseher ausgetastet? Ja. Ey, Leute. Boah. Ja, ey, da ist irgendwas am Schreien. Ist das in der Toilette? Kommt doch safe vom Klo, oder? Kommt von der Toilette, Mann. Was ist denn das für eine Tür? Was ist das? Hä? Dann ist alles so verschwommen. Von wo ist das? Das Leiden, ne? So. Ja, Mann. Was ist das? Wow. Wow. Hallo? Hey, können wir dir helfen? Oh mein Gott. Da kriegt er jemand ein Kind oder was? Boah, das ist der Sensenmann. Was? Was ist da? Was passiert? Wieso ist die Tür da draußen offen? Was zur Hölle geht hier ab, Mann? Hä? Oh mein Gott, da ist jemand. Egal, ich geh hinten. Nochmal zur Tür gucken. Ja. Genau, was mit dem Manager? Ich kann hier gar nichts machen, Alter. Geh da zu, guck ja. Jetzt. Okay. Hä? Der macht Geräusche? Ja, Mann. Hey! Da ist jemand. Braucht unsere Hilfe? Wir kommen später wieder. Wir gucken ja, mal kurz, wo die Tür ist. Ja, ist okay. Boah, die rastet komplett aus. Oder macht die wieder Faxen die Tür? Soll ich von außen gehen? Oder von hier? Geh von normal. Wer ist da? Ich glaube, die spinnt wieder die Tür. Ja. Okay. Wir müssen durch die Kameras gucken. Oh nein, hier ist ein Tape. Oh mein Gott. Bring home. Let's go. Und wieder das erste Tape. Nacht. Und in den Müll? Ey, wir können es in den Müll schmeißen. Wir ziehen es uns rein, wir stehen unserem Mann. Komm rein damit. Wir müssen jetzt haben wir einmal angefangen, jetzt müssen wir durchgucken. Jetzt müssen wir es beenden. Das kann nicht. Okay. Also auch hier. Ah. Rein damit. Let's have a look. Das ist sicher, hat er mich jetzt gefragt. Okay. Ey, das ist unser. Wir werden von draußen. Oder? Wir schlafen da. War unser Bett da? Wir liegen da im Bett. Oh mein Gott, der hat uns abgefilmt.
Ey, wir wurden gestalkt. Ja. Was zur Hölle? Wo geht jetzt ab? Sind wir? Ich kann nichts machen. Okay. Ich glaube, wir liegen im Bett. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Ich glaube, wir träumen so. Kennt ihr diese Träume, wo man sich nicht bewegen kann? Ja. Boah. Das sieht ekelhaft, man ist aus wie ich was. Das ist voll die Schreie, Mann. Wow. Leute, das klingt wie die Hölle. Ist das was? Wow. Ende. Meinst du? Ja. Wurden wir geholt? Wow. Wir wurden einfach geholt am Ende. Ein Game, als ob wir so einen Fluch abbekommen haben. Ja, Mann, okay. Ey, wir wurden durch die DVDs verflucht. Ja, es war echt wie ein Fluch. Oh mein Gott. Okay. Leute, Daumen hoch, wenn euch das Game gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Genau. Vielleicht kommt mehr dieser Art, wenn ihr Bock habt. Auch wenn ihr längere Games mögt, Leute, Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Und noch schöne Grüße an Kai Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und hier in die Kommentare euren Text mit Hashtag Glocke kommentieren und ihr habt die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Yes, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.